Und damit willkommen zurück zu Layers of Fear. So, tu diesmal das Richtige. Oder mach diesmal das Richtige. Ich bin gespannt. Und ich glaube, jetzt ist das Vorgeplänke. Ich muss noch mal was trinken, Entschuldigung, Moment. Ich glaube. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker? Ich glaube, jetzt ist das. Was? Alter, was? Hier. Da war doch gerade noch das. Da. Alter, was? Ich frag gar nicht erst. What? Gibt's hier einen Lichtschalter? Ach Gott sei Dank. Ja, bringt ja sehr viel, muss ich sagen. Bringt sehr, sehr viel. Ein Pfeifenständer. Er hat Ständer gesagt. Alter, was ist das für ein mieses Bild? Alter. What? Just out of reach? Das ganz außer Reichweite, was? Okay, ich kann den Vorhang nicht öffnen, das ist schon mal gut. Kann ich hier die hier. Alter. Na, ich will die Schu... Ich will die... Okay. Ja, das, ist ja ein sehr vielversprechender Raum. Wie geht's denn jetzt... Wie geht's denn jetzt weiter? Ich geh einfach wieder zurück. Man kann das nicht sehen, ne? Aber Alter, ich habe gerade wohl die Gänsehaut. Ich traue mich gar nicht, hier weiterzugehen. Omi? Omi, bist du's? Naja. Herzlich willkommen zum Deckenventilator-Simulator. Ja, Licht ausmache ich bestimmt nicht. Ist es unsere Frau? Kann das sein? Aber da oben ist eine Orgel. So wie der... Was? Fetzen von Liebe? Habe ich gerade die Trophäe erhalten? Na, das ist schon mal super. Das wird wahrscheinlich unsere Frau dann gewesen sein. Sich im Kreis drehen. Aha. Sich im Kreis drehen ist ja... Klingt ja wieder so sehr vielversprechend. So, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, wir möchten Sie höflichst, jedoch auch strengstens dazu anhalten, Ihre Stimmen während der Nacht zu zügeln. Ihre ehrlichen Probleme sind, obwohl höchst unerfreulich, eine private Angelegenheit und sollten diese auch bleiben. Ganz bestimmt jedoch gehen Sie uns nichts an und besonders nicht unsere Kinder. Bitte ziehen Sie in Erwägung, dass nicht jeder hier freischaffenden Künstler ist. Einige von uns müssen früh aufstehen und früh ihren Lebensunterhalt arbeiten gehen. Wir brauchen unseren Schlaf. Weiterhin müssen wir sie warnen, dass sollen sie diese Dinge weitergehen wie bisher. Weiterhin müssen wir sie warnen, dass sollten diese Dinge so weitergehen wie bisher. Wir uns dazu gezwungen sehen, die Polizei zu rufen. Hochachtungsvoll, ihre äußerst müden Nachbarn. Was machen die denn nachts hier?
Ich verstehe schon. Ich kann mich nachts nicht zügeln. Ich werde nachts zum Tier. Ich mache wieder lustige Sprüche. Noch. Ich. Ja, war ja irgendwie klar, ne? Gibt's natürlich keinen Lichtschalter. So, was, Huch, hallo? Dass man aber auch noch keine Taschenlampe mitnimmt oder sowas, ne? Ist hier fast gar nichts. Okay, sind zwei Dings. Was haben wir hier? Haben wir da tolle Bilder? Können wir die Kerze... Ah, wir können die Kerze... Bitte was? 548? 845? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Ich bin gespannt. Ist da ein... Nein, ist kein Zettel drin. Was haben wir hier? Ein Buch, was wir nicht lesen können. Eine Notiz, die wir auch nicht lesen können. Alte Farbtuben, so wie es ausschaut. Da ist ein Zettel, den wir auch nicht lesen können. Da ist ein Zettel, den wir lesen können. Merkt euch das Datum. Wünschen Sie das Vergnügen eurer Gesellschaft zum Feiern ihrer Trauung am Samstag, dem 9. Juni in der St. Lukas Kapelle um 14 Uhr. Aha. Ist das vielleicht unsere Trauung? Ich weiß nicht, hier ist noch eine Kiste. Flüstert wer mir ins Öhrchen. Okay, warte mal. Wie war denn jetzt? 5, 4, 8. Ich glaube, wir müssen den Code hier eingeben. So, warte mal. 5, 4, 8. Was steht da drauf? Hallo? Die Vergangenheit hält zurück. Und schau näher. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Okay, wir haben also unsere Frau gefragt, oder beziehungsweise unsere Verlobte gefragt, willst du mich heiraten? Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Stimme macht mir Angst, weil die... Alter, 29 Zuschauer, seid ihr wahnsinnig? Willkommen zur Let's Play Live, schon zu Layers of Fear. Alter, ihr seid wahnsinnig, willkommen. Jeden Freitag, den Samstag um 20 Uhr die Let's Play Live Show. Heute Ausnahmestream, weil wir Layers of Fear spielen. Okay, ich komme hier gar nicht mehr raus. Die Stimme erinnert mich unheimlich an Amnesia, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war doch vorher keine Tür. Nie vergessen. Vergiss niemals. Na, was gibt's Tolleres in Horrorspielen? Wackelnde Stühle, ohne dass da jemand sitzt? Nee. Ich will da gar nicht lang gehen. Ich will da nicht lang gehen. Omi? Das Schlimme ist, ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich habe mir vor kurzem einen Horrorfilm angesehen, nicht ein Horrorspiel, sondern einen Horrorfilm. Und da saß auch so eine alte Oma in so einem Wackelstuhl und lachte. Und die war auch nicht ganz sauer im Kopf. Und das erinnert mich gerade daran. Okay, es ist der Stuhl der Oma wahrscheinlich. Wie gesagt, ich werde hier alles öffnen, also nicht wundern, wenn ich dann... Ah, guck mal hier, es ist ja aber genug zu lesen. Du hast in meinem Studio rumgeschnüffelt. Schon wieder. Zum letzten Mal. Du hast in diesem Raum nichts verloren. Selbst dann nicht, wenn die Tür offen steht. Ich verbiete es. Das ist deine letzte Warnung. Nächstes Mal wirst du dich nach einer neuen Arbeit umsehen müssen. Nach einer neuen Arbeit? Klingt so danach, als würde er die Haushälterin meinen.
Ich kann mich aber auch irren, dass wir vielleicht unsere eigene Frau meinen, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich die Haushälterin gemeint mit. Alter, dieses Spiel, ne, das macht mir jetzt schon Angst. Wer weiß, was da noch kommt alles. Bei Großmutter nachts um 23:30. Achso, falls übrigens Leute fragen, wie der Film hieß, der hieß The Visit. Und... ja, war ja klar. Kommen wir wieder raus. Was? Nee. Ciao. Bevor ich da... Alter, du drehst dich hier um und auf einmal ist alles anders. Das ist... wie... ein drehender Globus. Wo reisen wir denn heute hin? Stopp. Ach, geht nicht, schade. Ich hoffe, ihr hört das gerade auch über Kopfhörer und nicht über Lautsprecher. Es macht, glaube ich, mehr Sinn, wenn man das, glaube ich, mit Kopfhörer hört, den Stream. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut für euch. Ich traue mich gar nicht, Bilder an. Das ist doch kein Bild, oder? Was? Was? Ich meine, das war ein Husten. Hallo? Das war doch kein Bild gerade, oder? Ich hab Angst. Ich hab so, Alter. Ich hab so Gänsehaut gerade. Ich sehe überhaupt nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nur ein Lichtchen auf einem Fässchen. Fässchen. Du bist mein bester Freund. Fässchen. Ich habe nachts von dir geträumt. Hier ist ein Lichtschalter. Kann ich den... ah, warte mal. Was? Alter, diese hässliche Fratze, geh weg! Ich hab mich nicht erschrocken, das war ich, Alter! Alter, was ist das denn? Was zu lesen. Also, meine Liebe, obwohl du noch nicht einmal geboren wurdest, kann ich bereits deine Anwesenheit spüren. Es ist einfach wundervoll. Ich kann einfach noch nicht begreifen, welch Glück ich doch habe. Vor einem Jahr, da hatte ich nur Talent und Ambitionen. Heute habe ich entgegen allen Erwartungen eine Karriere, einen mich liebenden Ehemann und dich. Ich bin noch nie sehr religiös gewesen. Vermutlich habe ich das, was andere in einem Predige suchen, bereits in der Perfektion meiner Kunst gefunden. Doch nun, ich kann es nicht anders ausdrücken, nun habe ich ein Gefühl, als würde eine höhere Macht über mich wachsen. Man sagt einmal zu mir, dass ich es niemals als Musikerin schaffen würde. Doch heute spiele ich ausverkaufte Konzerte in einigen der angesehensten Hallen des Landes. Außerdem sagen sie mir, ich hätte einen schwierigen Charakter und dass ich niemals eine Seelenverwandten finden würde. Rate noch einmal. Als wäre das nicht genug gewesen, sagte mir einmal ein Arzt, dass ich niemals eigene Kinder haben könnte. Und dennoch, hier bist du, in mir. Ich bin wahrscheinlich die glücklichste Frau der Welt. Ich liebe dich so sehr. Klingt ein bisschen danach, als würde sie richtig groß Karriere machen und wir wahrscheinlich dann sehr stinkig, weil unsere Bilder nicht ankommen. Klingt so ein bisschen für mich danach. Weil die Musikerin haben wir schon gelesen gehabt und so und alles. Und es klingt für mich danach, als würde, wie gesagt, wir dann vielleicht eifersüchtig drauf geworden sein. Aber... Alter, 29 Zuschauer, vielen lieben Dank und willkommen zur Let's Play Live Show. Alter. Alter, dieses Bild, ne? Sind wir das vielleicht? Ah! Entschuldigung.
Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Stille hasse in Horrorspielen? Oh. Wie aber humpelt, ne? Kann das sein, dass es der... Nee, das ist doch nicht der Keller. Der Keller sah doch ganz anders aus, oder? Ich will gar nicht weitergehen, bin ich ganz... Ja, auf YouTube, wie es da weitergeht, seht ihr in einer weiteren Folge. Bis bald!